und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Apex mit dem Pierre. Hallo. Und dem Ajax. Hallo. Und ja, und mit dem Alex natürlich. Und heute nur meine Sicht, weil Pierres PC wieder Breakdance beim Aufnehmen macht. Also wieder Mausruckler. Deswegen heute nur meine Sicht. Und bei mir geht's eigentlich. Also, wie halt immer. Wenn ich zu schnell die Maus shake, dann ist auch bei mir FPS-Drop, aber. Bei dir ist die FPS-Zahl ja auch immer konstant, oder? Naja, die schwankt bei mir immer. Okay, aber. Ja gut, keine Ahnung, muss man mal gucken. Das Einzige, was ich vermute, ist wie gesagt RAM. Ja. Muss halt einfach mal so aufnehmen und nebenbei die Taskmanage auf dem zweiten Bildschirm machen, dass du siehst, ob da bei physikalischer Speicher eine Überlastung steht. So. Habt ihr dem Spiel zugeordnet? Nur einen. Einen RAM? Das verbraucht ja auch nicht mehr. Wir sind ja auch bei, ich habe ja nur 8% gerade. Zum Beispiel. Ich habe dem, glaube ich, 4 zugeteilt und halt 4 fürs Aufnehmen. Ich habe 30%, immer zwischen 30 und 40. Du hast, wow, wie sagst du, 30 bis 40 läuft bei dir? Ich habe gerade mal 8, achso, ich habe dem auch, warum habe ich ihm 4 GB zugeordnet? Ich habe dem auch 4 GB zugeordnet. Ich habe 40%. Alles kurz mal hoch, wir gehen jetzt. Ja, so. Ich habe jetzt an Timer gedacht, das war eine Minute oder weiterbauen. So. Ajax, warst du letztes Mal dabei, ja, gell? Ja. Okay, gut, dann weißt du ja, dass wir ein neues Haus bauen, stimmt ja, okay. Ja. Achso, das muss ich auch mal gleich machen. Ich glaube, damit fangen wir mal gerade an, dass ich hier den Aufzugsschacht mal hochgehe und dann, ja, mal anfangen, den abzubauen auf unsere Höhe. Dass wir nicht immer da bis ganz nach oben hoch müssen. Weil das regt mich auf, dass wir da immer bis ganz nach oben müssen, regt mich ein bisschen auf. Deswegen, ich fange schon mal an, das Häuschen komplett abzubauen. Beziehungsweise erstmal hier die Karts. Wasser hoch. Erstmal die Karts fange ich an abzubauen. Also die bis dahin, wo wir es brauchen. So. Ups, salab. Was machst du? Ich bin gerade in meiner U-Bahn. Also. Aha, ja. Durch den Abgang zu machen. Halt, wo ist nach unten? Machst du so U-Bahn-Netz? Jo. Also erstmal, dass ich dann runterkomme und von unten, also ja, dass es erstmal so von außen ausschaut, als wäre da schon was drin. Ach ja, komm, dann rutsch halt runter. Lala, warte. So, ich baue mich ein bisschen weiter das Glas ab an den Seiten. Noch den Rest. Okay, also komplett jetzt, oder was schon? Sondern nur das Glas noch am Rand. Ja, stimmt, da war ja noch ein bisschen was. Zwischen den Etagen hast du ja auch immer noch die Glasdinger gelassen, die eine Reihe da. Die ja, die Decke ist. Achso, weg. Das meinst du, okay. Ah. Doch, ah, okay, läuft, okay. Gerade immer mal wieder gucken, ob hier alles läuft. So. Okay. Boah, immer dieses Treppe hochrennen, ne. Das muss ich jetzt gerade machen, weil die Karts da so scheiße stehen, dass ich da nicht hochkomme. So. Oh, perfekt. Das hier kann man dann mal wieder von oben aus zubauen, ein bisschen später. So. Es geht noch ein bisschen Glas verloren, aber ist ja egal, wir haben ja Glas. Ja, wir haben noch genug in der Truhe. So, was wir jetzt erstmal machen ist, wir haben hier diese, das ist auch hier so komisch, ich habe hier solche kleinen weißen Partikel immer mal wieder. Das ist auch komisch, aber gut. Wollen wir erstmal Dings, das wäre erstmal, mache ich jetzt erstmal, ich hole jetzt erstmal mein Bett runter. Ach so. Und meine Köter. Irgendwo hier mitten in der Stadt stand ein Hund. Warte mal, ich guck mal, ob ich den wiederfinde. Ja, genau. Den habe ich im Stream gesehen. Nicht unserer. Er stand hinter der Bibliothek, saß bis jetzt, also hier vor, upsala, jetzt hat's gerade geleckt, stand vor, hier genau an der Stelle, wo ich gerade stehe, stand vor hier vor 2 Tagen im Stream ein Hund. Ja, da stand noch gestern noch da, oder vorgestern, als ich mal kurz drauf war. Ich guck mal gerade, ob irgendeiner unserer weg ist. Ich guck mal, unserer, sind die beide da? Meiner ist auf jeden Fall da. Weiß ich nicht, ich bin gerade nicht da. Deiner ist auch da. Also unsere sind da. Oh, da wohnen wir ja noch da. Alter, hab ich gerade eins verkriegt. Ganz oben der Boden. Oh, Alter, ich wäre gerade fast runtergefallen, ey.
Welche Firma so einen kleinen Mini-Lag hatte. War praktisch. Mit was tun wir nochmal Hundelappen mit Knochen, gell? Ja. Brauchst du aber nicht, der teleportiert sich ja hinter dir her. Beziehungsweise du kannst die auch Fleisch und so, Leine also nehmen, mit so verrottetem Fleisch. Ja, ja, an Leine kann ja, kannst du alle Tiere nehmen, aber mit so verrottetem Fleisch kann man die auch heilen und so. Weil die mit Zombiefleisch oder was? Ja, mit Zombiefleisch kannst du die heilen und die paaren. So, okay. Erstmal ins Bett legen. Bett spawn set. Sehr gut. Jetzt komm mal her, Köter, wo bist denn du? Oh, Andi sieht, oh, ein Zombie, hallo. Hallo. Der ist doch gerade noch draußen mitgelaufen, muss er jetzt? Ah, hier. Hi. Nein, Creeper! Komm. Ach, der hat die Kugel schon. Ah, nee, doch nicht. Auf geht's. Hopp, hopp, hopp. Du bleibst da hinten im Eck. Oh, Andi sieht. Ja, du kannst hier so stehen bleiben, ja. Und Ajax, hast du gestern noch eine Runde gezockt? Counter-Strike. Warte, haben wir noch eine Runde gemacht? Meine Free Wichtige, hast du denn endlich mal in 3 Jahren dieses jetzt das scheiß MW2 gekauft? Kauft er sich doch, hat er noch gesagt? Aber du warst nicht dabei. Gestern. Das ist jetzt bald. Ja, wir haben da gestern drüber geredet, ne? Ja, ne, ich will mir bald nochmal hier die Logitech-Kamera holen. Also die Webcam, weißt du, die hast du glaube ich auch, ne? 10920 habe ich. Ja. Also die Minecraft-Section hat eher die Logitech, wie heißt die? Microsoft Livecam. Allerdings verstehe ich nicht, wie sie es hinkriegen, dass die ein flüssiges Bild haben, weil die Logitech Livecam, die ich mal mir erst gekauft hatte, hatte nur 15 FPS maximal. Und nicht 30. Ich habe momentan eine von Trust und die kriegt halt, wenn du einen guten PC hast, kriegt die Stable 30 hin, aber nicht mehr. Ja, das meine kriegt blöd. Die Dings kriegt auch nur das 30, glaube ich, hin, oder? Logitech. Ja. Ich hab halt die geht halt so für normale Aufnahmen nicht die auch. Noch, aber irgendwie zum Stream, da macht's irgendwie weniger FPS, habe ich das Gefühl. Also, es kommt mir zumindest so vor. Der 30 die hat dann irgendwie nie so eine krasse Übertragungsrate. Okay, ja. Hab schon gedacht, du willst eine Webcam haben mit mehr als 30 FPS, macht doch gar keinen Sinn. Wie willst du nur vor der Webcam rumtanzen, dass sich das lohnt? Nee, ich meine, also die hat so eine ganz komische Übertragungsrate, also die packt man schon mal ein bisschen rum so zwischendrin, also. Okay. Auch so Mini-Lags hat die da. Ja, ist man kann ja, noch eine Leine von Ende Droh geholt und kurz mein Hund mit einer Leine. Das ist mir sonst zu stressig. Ich muss hier mal die Wände ein bisschen. Ach wohl, komm, lass mal so passt das eigentlich. Zeig. Hier ist noch ein Hund. Jetzt steht im Lagerhaus einer, das ist von dem, der hat so ein braunes Halsband. Nee, und also unsere sind's nicht. Meine ist hier oben, ist schon unten und Pierre ist ja noch ganz oben. Ich hab da meine an der Leine. So. Okay. Soll die mir jetzt eigentlich hinterherlaufen? Ja, da auch. Nice. Aber wie krieg ich denn das Wasser runter, ey? Gar nicht. Du rennst einfach selbst vorne. Funktioniert. Also ich bin einfach immer vor. Ich hab einfach gar nicht auf den. Der schwimmt mit dem Wasser durch. Ich hab dem einfach auch gar nicht auf den geachtet. Ich bin einfach vorne weggelaufen und er hat sich immer hinterher teleportiert. Fertig. Müssen nur bei eurem Berg aufpassen, weil die können auch runterlaufen, weil wenn die sich teleportiert haben, laufen die dann nochmal so im Umkreis von 3 Blöcken so kurz im Kreis. Ja, bei mir ist er jetzt schon sicher in meinem Zimmer im Neuen, von daher. Okay. Ja, bei Müller ist er mit dem Wasser runtergeschwommen, ganz easy. Dann geht's. Ja, Hauptsache die kommen sicher an und verrecken nicht, der Rest ist scheiße. Aber Ajax, wann holst du dir die dann, diese Webcam, wo du dir dann MW2 mitholst? Wenn ich nächstes Mal einkaufen fahre und das, warte, ich bin morgen unterwegs, da bin ich den ganzen Tag weg. Also da wird's nichts. Dir. Es kann sein, dass ich einen Freitag, weil da gehe ich mit ein paar Freunden ins Kino. Also wir gucken erstmal, ob überhaupt ein Film kommt. Ich weiß nicht, ob momentan irgendwas Cooles im Kino kommt. Avengers kommt, glaube ich, am Freitag, ne? Ja, der ist auch richtig krass, den will ich auch unbedingt sehen. Ja, es kann sein, dass wir zu dem gehen. Ich weiß es nicht. Pierre, meine Frage, wie groß wollen wir wie wollen wir das eigentlich alles anordnen? Wollen wir hier erst die anderen Räume machen und am Ende des Ganges den Lagerraum machen oder wollen wir den Lagerraum als erstes machen? Und den Rest hinter? Gute Frage. Ich würde eher sagen, am Anfang erstmal die beiden kleinen Räume für verzaubern und für brauen, weil das andere ist ja viel, viel bigger. Ja. Als wie diese kleinen Räumchen. Hast schon recht. Ich will dann hier auch so eine kleine Kurve machen. Ja. Kannst du mal hier irgendwie erstmal... Also ich dann am Freitag MW2, gegebenenfalls.
Gegebenenfalls, ja, wenn's, ich hoffe, ich. Wie gesagt, dann könntest du eigentlich am nächsten Mittwoch dann schon mitmachen. Und ich klapp mal überhaupt. Wäre nice. Ja, die müssen wir mal lernen. Wir versuchen es mal. Weil dann wären wir nächste Woche zu 6, was ziemlich nice wäre. Jo. 3-on-3. Wie gesagt, ich kann bei sowas nie was garantieren. Ich bin halt. Ich meine nur, bin halt nicht so zuverlässig. Das tut mir leid, aber. Ja. Die Tage immer. Haben wir gesagt, gegebenenfalls nächste Woche. Naja. Immer diese jungen Menschen. Unzuverlässig ohne Ende. Ich will gerade hier die zwei Kisten rausziehen. Dass ich die woanders blenden kann. Da muss ich nicht im Weg rumstehen. So. So, komm. Hast du die Kiste aufgenommen? Also die eine, die ich abgebaut habe? Ja. Ja, okay. Achso. Wissen, wie sieht... Ja. Mal so eine Frage, dass ich das nicht jetzt blöd baue. Wie sieht denn der Andesit, also dieser polierte Andesit, also woraus ich die U-Bahn baue, wie sieht denn das in eurem Texture-Pack aus? Ist das rot. So? Irgendwie. Rot? So, ja, rötlich, glaube ich. Ja, so, okay, so, rot so ist blöd. Bei mir ist, Ding. Bei mir ist der nämlich grau. Also bei mir ist der halt so asphaltgrau. Und das ist, sieht halt relativ eintönig aus. Okay, wenn der rot ist, ist blöd. Das hätte ich eher fragen sollen. Was will denn der Hurensohn hier? Alter. Warum kommt hier einfach was so ein denn? Kleiner Mini-Wix-Zombie rein? Wo muss ich mir dann nochmal eine Folge von euch angucken, wo ihr lauft zufällig oder so? Ja, dann such mal ein bisschen. So, keine Ahnung, wenn wir es jetzt mal... Ja gut, das ist blöd, weil der... Ich hab das jetzt alles aus diesem Andesit gebaut, aus diesem polierten. Ja, gut, und, bei mir sieht der halt so grau aus. Also bei mir hat die optimale Farbe für eine U-Bahn halt. So ein eintöniges Grau. Nicht so dunkel und so. Mann! Mal gucken. Meinst du jetzt den an, was für einen Andesit meinst du jetzt? Du meinst jetzt den normalen oder meinst du den, den du jetzt schon verbaut hast bei der U-Bahn? Den ich verbaut habe bei der U-Bahn. Der ist normal wie Stein bei uns. Okay, gut, dann passt das, dann passt das. Also dann so. Die Dose ist voll. Okay, ja, ich habe ja eh nichts mehr dabei, passt. So. Ich schon. Noch das hier. Workbench mal kurz irgendwie hier hin. So, dann kommt hier der erste Raum rein. Natürlich. Kannst du schon mal oben mit, hast du eine SIG-Touch-Hacken, nee, nicht, ne, eine SIG-Touch-Axt nicht. Ja, nein. Bau halt die Bücher mal oben mit einer Spitzhacke oder so ab. Aber der Scheiß drauf, kannst du mit der Axt abbauen, wir haben eh genug Holz. Muss man halt die Regale neu craften. So, also machen wir hier so das Ding rein, dann gehen wir hier noch ein bisschen in die Tiefe. So, zack, 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 zack. Wie viel muss das nochmal sein? Was? Ich überlege gerade nochmal, wie viel das sein muss. So ein Verzauberungsraum. So. Also, hier ist dann das... Na gut, das war jetzt auch ein bisschen sinnlos. Hätte ich mal sparen können. Machen wir hier die Bücherregale hin. Und dann kommt... Bücherregale 1, 2, 3. Dann... Auf jeden Fall tiefer, das ist klar. So. Tief, tief, tief. Zack, zack, zack. So, also was denn? Cool. Hey, Jax? Oh, nee, ich hab bloß mit meiner anderen Hand gerade noch so aufs Handy geguckt und hab. Ach so. So. Ja, hier so, genau, perfekt. Also kommt das hier alles mit Bücherregale, dann ist hier eine Trennwand und dann zack. Trennwand und dann kommt da als nächstes dann das andere hin. Also die Brauhäuskämmerchen. Wie groß machen wir das? Das ist jetzt die Frage. Ich würde mal sagen, ja, so drei hätte ich da schon gerne drin. Drei Brewing Stands. Weil da werden ja dann auch die richtig fiesen Tränke gebraut für uns. Nicht die freundlichen wie dem Brauhäuschen. Brauhaus, wenn's gut wird. Ach nee, warte mal, war das das? Brauhaus, wenn's gut wird. Brauhaus war Bauhaus. Ah, nee, Bauhaus, genau. Brauhaus. Oh Mann. Wir hatten heute in Sozialkunde irgendwas mit Bier dran. Was mit Bier? Wir haben über Bierkonzerne geredet, genau. Weil wir über Monopole geredet haben. Du hattest an Schule? Entspannt. Ja. So.
Es gibt auch andere Leute, die haben im Moment Schule, da würde ich nicht sagen, entspannt, die ab heute Abi-Prüfung schreiben. Antonia noch nicht, glaube ich. Die macht ja auch berufliches Gymnasium. Ich glaube, die hat noch nicht. Ich glaube schon nicht. Hat jedenfalls nichts gesagt. Aber die normalen, die ja Zentral-Abi schreiben, die sind ja jetzt gefickt im Moment. Mhm. Vor allem, weißt du, was voll geil war, habe ich heute gelesen auf Twitter. Heute hatten irgendwie, also ich weiß nicht, ob das generell ist, dass man Geschichte auch hat, also je nachdem, was die auch für Kurse wählen, kommt es ja immer drauf an, ne? Aber die Geschichte geschrieben hatten, haben heute Geschichte geschrieben. Also haben heute Geschichte Abi geschrieben, die in Geschichte LK sind. Und rat mal, was bei Geschichte so eines der Hauptthemen ist. Und ja, kannst du dir wieder denken, ne? Was denn Geschichte hat, dann über die Schreibe irgendwas über die NS-Zeit, also nicht irgendwas, sondern hat dann so vorgegebenes Thema. Ich weiß nicht mehr, wie das Thema hieß. Aber am heutigen Tag etwas über die NS-Zeit zu schreiben, ist auch geil, ne? Vom nice. Timing her. Mhm. Nice Timing. Wir haben heute 20. April, Bier. Hitler hat heute Geburtstag. Deswegen ist das eine geile... Führer hat heute Geburtstag. Alter, übertreib. Ey, nee, das war echt geil. Ohne Scheiß, Ajax, da haben wir uns so bepisst, da haben Pia und ich geredet noch und ich habe irgendwie auf Gomme ein bisschen Bad Wars gespielt nebenbei. Und auf einmal schreibt jemand hier in der Lobby einfach so in Chat, geheiligt sei unser deutscher Führer oder sowas bei Gomme in öffentlichen Chat. Also ich hab einfach so ein Lachflash gekriegt in dem Moment. Weil du ja nicht im Drechen ist, ne? Ja, gut. Also, wieso sind die nicht so viel Eisen machen? Ja, irgendwer hat mich heute auch auf der Straße gekriegt. Ja, diese Dings sammel ich doch 25 Stacks für. Ach so, stimmt. Da, die Austausch. Was hast du gesagt? Ein Kumpel hat mich heute auch angesprochen auf der Straße. Und hat, weil ich ihn gefragt habe, warum die Leute mich so komisch angeguckt haben. Beziehungsweise er hat gesagt, die Leute könnten mich komisch angucken, wenn ich, ich habe halt das Messer heute abgeholt. Und ach so! Er war, ja, und halt von den Klamotten her sah ich auch ganz ansprechend aus, bestimmt für solche Leute. Also halt meine dicke schwarze Lederjacke mit so Metallplatinen obendrauf und ja, den Rest halt. Obwohl es nicht beabsichtigt ist, wohl bemerkt. Einfach nicht nachgedacht, ne? Ja. Und ich guck so, der sagt das so, ja, und es ist ja heute. Aber ich muss abholen. Guck ich ins Handy, Kalender. Oh. Oh. Denk mir, ja, gut, jetzt rennst du. War jetzt kein so ein perfektes Timing. Ja, unser Führer hat da halt Geburtstag. Ich übertreib halt direkt. So. Glück hatte ich nicht noch meine Standardfrisur. Die sieht nämlich auch interessant aus dafür. Plus, ist auch so ähnlich, nur mit längeren Haaren. Nee, Spaß, aber ja, da hat er mich heute bloß mal so angesprochen, weil ich halt dem Anlass entsprechend gekleidet war. Alter, wie siehst du schon wieder an und dem Anlass entsprechend? Ja. Ah, also, die Zeit? Die Zeit sagt, dass wir drüber sind. Ich wollte nämlich das Thema gerade noch zerhacken, da haben wir gerade mit Hitler angefangen. Und Hitler muss, okay, ich sag jetzt nichts dazu. Nein, war's auf jeden Fall von der heutigen Folge und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.